Marketing-Mix, Beispiel Network Marketing. Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, in diesem Video, wo ich dir ein Marketing-Mix-Beispiel verraten werde, was ich selber erfolgreich einsetze. Ich werde dir dazu auch einige Ergebnisse aufzeigen. Und übrigens, in dem Video findest du ein Marketing-Mix-Beispiel. Und unterhalb des Videos in der Videobeschreibung findest du ein weiteres Marketing-Mix-Beispiel im Network-Marketing-Bereich und das auch nochmal wesentlich detaillierter erläutert als hier in diesem relativ kurzen Video. Als erstes einmal, das wird für die meisten von euch sicherlich nicht so neu sein, ist es so im Fokus, dass ich Traffic prinzipiell immer versuche in meinen Autoresponder zu leiten, also das heißt Leads zu generieren, das in der Regel über eine sogenannte Landingpage oder auch gerade im Blogging-Bereich innerhalb der Artikel sogenannte Opt-in-Boxen, wie du es hier zum Beispiel siehst, also hier dementsprechend direkt integriert sind. Das heißt, auch hier ist das Ziel letztendlich dann ein Lead zu generieren oder genauso hier zum Beispiel, ohne jetzt hier zu weit auszuholen, am Ende des jeweiligen Artikels und so weiter und so fort. Das heißt, wir suchen hier direkt im Content-Bereich des Blogs den Traffic in Leads umzuwandeln. Interessant ist natürlich nun oder sollte für dich natürlich die Frage sein, okay, wie kann ich dann aber den Traffic auf zum Beispiel meinen Blog in diesem Beispiel generieren? Ja, welchen Mix kann man hier beispielsweise einsetzen? Und hier zeige ich dir einmal direkt aus meinem Bereich, also innerhalb meines Blogs die generierten Leads und auch wie diese Leads dort generiert wurden. Also heute siehst du zum Beispiel, wurden bisher aus 522 eindeutigen Webseitenbesuchern 6 Eintragungen generiert, entspricht einer Conversion von 1,15. Also heute ist ein, ja, nicht so ein guter Tag. Ich habe zum Beispiel Teampartner von mir, welche das wesentlich kürzer, einer kürzeren Zeit bereits an Leads generieren und auch schon teilweise sogar mehr Traffic generieren als ich, weil sie beispielsweise fleißiger sind oder und weil sie besser Content fabrizieren als ich das tue. Also ich bin auf jeden Fall hier keine Ausnahme. Und hier siehst du zum Beispiel in den letzten 7 Tagen, werden es jetzt auch hier nur, um das Video nicht zu lange zu machen, auch nur die letzten 7 Tage anschauen. Und hier siehst du zum Beispiel generierten Leads im Blog über das Opt-in-Feld in den letzten 7 Tagen. Also siehst das hier zwischen 9 bis 5 Leads zumindest jetzt in den letzten 7 Tagen generiert wurden und daraus insgesamt 54 Leads. Doch wie nun sind diese Besucher, also wie ist der Traffic nun auf den Blog gekommen? Welcher Marketing-Mix hat dazu geführt, dass diese Besucher generiert wurden? Und für die meisten nicht überraschend, die Hauptbesucherquelle ist hier in der Regel Google, aber zum Beispiel auch weitere Suchmaschinen wie beispielsweise Bing oder wie zum Beispiel auch ecosia.org ist auch eine Suchmaschine, relativ unbekannt. Gibt auch weitere Suchmaschinen, die ich immer wieder vorfinde, allerdings dominant, muss man natürlich sagen, ist nach wie vor Google, zumindest über die Suchmaschinen. Aber der Traffic wird nicht nur über die Suchmaschinen generiert, sondern zum Beispiel auch über Social Media, beispielsweise über YouTube. Wie ich dort diesen Traffic von YouTube auf den Blog leite, werde ich auch gleich noch im Video kurz darauf auch noch eingehen. Doch erstmal zeige ich dir hier noch weitere Traffic-Quellen in den letzten 7 Tagen an diesem Beispiel. Ja, auch die Suchmaschinen, nicht nur also Google in Deutschland, sondern auch zum Beispiel aus anderen Ländern, beispielsweise Österreich, kennst du hier an AT, ja. Hier auch wieder siehst du YouTube, Social Media oder hier auch direkt von einem Teampartner, der zum Beispiel einen sehr schönen Artikel geschrieben hat, hier zum Bereich MW, wo dann über eine direkte Verlinkung Besucher auf den Blog gekommen sind und dann als Lead, ja, ein Lead daraus entstanden ist. Sowas passiert natürlich auch, wenn du guten Content fabrizierst, dann wirst du mit der Zeit auch von anderen Webseiten, von anderen Bloggern beispielsweise verlinkt werden. Und so kannst du auch natürlich dann Leads generieren.
Ja, auch hier siehst du wieder YouTube, 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 YouTube. Oder hier Facebook. Ja, Facebook zum Beispiel habe ich in diesem Bereich keine Anzeige geschaltet, sondern über meine Fanseite ist hier ein Lied entstanden. Oder hier zum Beispiel hat jemand offenbar über ein Telegram, also über ein Messenger-Dienst letztendlich, wo die Webseite weitergeleitet und so ist dann auch ein Lied entstanden. Also das ist ein sehr positives Zeichen. Auch wenn du sowas siehst, dann scheint dein Traffic interessant zu sein und so kannst du auch Leads generieren. Ja, man sieht ja nicht überall, wie Leads generiert wurden. Es gibt ja teilweise auch direkte Zugriffe und auch nicht immer ist die Software hier 100% korrekt. Doch du siehst auf jeden Fall, dass hier auch aus verschiedenen Quellen letztendlich der Traffic generiert wurde. Ja, und ich habe versprochen, dir zu verraten, wie du zum Beispiel aus YouTube Traffic auf deinen Blog leiten kannst. Da gibt es zwei Möglichkeiten, die ich persönlich auch nutze. Die eine Möglichkeit ist, wie auch in diesem Video, indem du halt unterhalb des Videos in der Videobeschreibung deinen Link beifügst. Oder und zusätzlich kannst du natürlich, werde ich in diesem Video auch machen, kannst auch direkt im Video eine sogenannte Infocard einbauen. Wenn du vielleicht noch nicht weißt, wie das funktioniert, werde ich auch dazu nochmal ja, in diesen Blogartikel, wo ich auch das Thema geschrieben habe zum Marketing-Mix-Beispiel, auch nochmal diese Thematik hier innerhalb des Artikels verlinken. Ich glaube, so, ich habe sie sogar bereits verlinkt. Genau, hier siehst du zum Beispiel YouTube-Infokarte. Kannst auch da nochmal nachlesen, wenn du möchtest, auch inklusive Video, wie du dementsprechend auch eine Infokarte bei dir in YouTube einrichten kannst. Des Weiteren ganz wichtig im Marketing-Mix ist nicht nur, dass du einen gesunden Mix generierst. Also in diesem Beispiel natürlich ist der Traffic noch von Google dominant, wird wohl auch so bleiben, aber solltest natürlich langfristig auch versuchen, dich unabhängiger zu machen, zum Beispiel nur aus Google oder nur von dem Traffic aus Google. Aber auch wichtig, dass du nicht nur die einzelnen Marketingquellen separat betrachtest. Ich gehe auf dieses Thema auch hier im Blogartikel nochmal sehr umfassend drauf ein. Aber nur ein paar Beispiele zu nennen, wenn du zum, ja, beispielsweise YouTube verwendest, um darüber Traffic zu generieren, kannst du auch wiederum zum Beispiel die Videos in deinen Blogartikel einbinden und somit beispielsweise die Verweilzeit zu einem erhöhen, also auf dein Artikel in deinem Blog und somit indirekt auch positiv das Ranking beeinflussen in den Suchmaschinen, weil je höher die Verweilzeit, umso ein positiveres Signal ist es letztendlich für die Suchmaschinen, weil sie dann davon ausgehen, dass dein Traffic interessant ist für die Besucher. Zudem kannst du auch darüber einen Backlink generieren. Das heißt, du kannst somit auch zusätzlich dein Video in YouTube nach vorne bringen, gerade dann, wenn du auch auf YouTube SEO-Optimierung achtest, ohne jetzt hier das Thema zu weit auszuschlachten. Also kannst du auch zusätzlich diese beiden Traffic-Quellen beispielsweise als Synergie nutzen. Umgekehrt, wenn du zum Beispiel eine Facebook-Fanseite hast, was in diesem Fall auch der Fall ist, kannst du natürlich auch dort dein Content dementsprechend integrieren, also von deinem Blog. Und somit natürlich auch zusätzlich zu einem aus Facebook den Traffic ziehen auf deine Webseite. Aber du kannst natürlich auch umgekehrt über deinen Blog deinen Facebook-Kanal bekannt machen. Ja? Und E-Mail-Marketing ist ganz ähnlich, wenn du E-Mail-Marketing nutzt. Das mache ich zum Beispiel auch so, kannst du auch immer mal wieder zum Beispiel Mehrwert weitergeben an deine generierten Leads. Oder zu einem bestimmten Problem deiner Zielgruppe eine Lösung anbieten, beispielsweise in deinem Blog oder positive Erfahrungen und daraus wiederum zu einem natürlich, weil die Leute kennen dich bereits, sie haben bereits Vertrauen zu dir, auch positive Signale auf deiner Webseite fabrizieren, was auch wieder indirekt zum Beispiel positiv für das Ranking sein kann in den Suchmaschinen. Aber auch darüber kannst du natürlich zugleich auch dementsprechend wieder Leads generieren zu zum Beispiel anderen Leadlisten zu einem bestimmten Thema. Ja? Also das sind ein paar Beispiele, wie gesagt, du findest auch in dem Artikel, wo gemerkt, unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung nochmal dazu weitere Verflechtungsmöglichkeiten, die du bei dir auch im Marketing-Mix mit verschiedenen Kanälen, mit verschiedenen Traffic-Kanälen auch sinnvoll integrieren kannst.
Ja, das war das Thema zum Marketing-Mix und dazu auch ein Beispiel aus der Praxis. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es bringt dir oder führt mit dazu bei, dass du noch mehr Erfolg im Online-Marketing und in deinem Geschäft Network-Marketing hast. Bei weiteren Fragen schreib mir gern einen Kommentar und ich werde den Kommentar auf jeden Fall beantworten. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Liebe Grüße, dein Matthias. Ciao, ciao.